Ein herzliches Willkommen zu dieser Schachpartie gegen Wilbur Whately, und er spielt Französisch und davon. Wir spielen natürlich scharf. Heute auf Krawall gebürstet. 18-10 hat er. Ich spiele diese Gambit-Variante, die finde ich ganz lustig. Okay, Läufer D7. Jetzt wird er den Bauern nehmen wahrscheinlich. Jo. Okay, Springer D4 ist die normale Variante, aber ich kenne noch eine andere, die ist ganz lustig. Springer C3 ist das normale. Wir werden jetzt mal Springer D2 spielen. Sieht komisch aus. Ich weiß. Aber zum einen kennt er das nicht und zum anderen kenne ich mich in Springer C3 Dingern nicht so gut aus. Springer D4, Läufer D3. Was ist das denn für ein Zug? Springer D4, Läufer D3. Hä? Den habe ich noch nie gesehen, den Zug. Läufer B5, Springer B5. Ich weiß auch warum. Wegen Dame A4 Schach. Der kann nichts dazwischen ziehen. König D8. So, Springer F3. Läufer F1, Läufer G5. Läufer E7. Oder spiele ich... Turm E1. Springer F3, Läufer F1. Ich könnte auch Läufer D2 spielen. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Läufer D2. Ruhig Läufer A5. Dame A6 oder so. Trotzdem Läufer A5, B6. Springer C6. Boah, ist das kompliziert. König C7, Turm C1. 1, Dame A5. Ich opfer die Qualle. Ich opfer sie. Ich kann sogar Läufer E3 spielen. Ja, Läufer E3. Oder Läufer E3. Dame A6. Ja, Läufer D2 hat mehr Pep irgendwie. Ja, Läufer D2 hat mehr Pep. Läufer D2, Dame A6. Läufer A5, B6. Dame A6. So, A5. Das geht natürlich auch. Ah, komm. Bringen wir mal unseren Turm da aus der Schusslinie, das irritiert mich doch ein bisschen. Ich frage mich, wie er jetzt weitermacht. Okay, ich spiele den Springer nach E7. Ich könnte jetzt Springer G5 spielen. Oder Springer B5. Oder B4. Nee. Läufer B4, Läufer B4, Dame B4. Ich überlege auf jeden Fall wieder zu lang.
Können wir A3 und Drohnen B4, das weiß ich. Was weiß ich? Vielleicht mit der Turm C8, B4. Ja. Ja. Meine Zeit. Springer C6, Dame C6. Kann er nicht machen. Springer C6, BC6. Achso, Springer C6, Läufer F2. BC6. Springer B5. Ach, F2 kann auch ich haben. Was ist F2 schon für ein Bauer? Den kann ich nehmen. Den kann ich nehmen, mein Kumpel. Mein Kumpelino. Mein Freund. Mein gesegnetes Kerlchen. Ja, den kann er haben. Ich möchte nämlich hier jetzt ein bisschen Druck machen. Okay, das passt mir gut in Kram, dass er Läufer B5 spielt. Ja, okay. Tauschen wir alles raus. Er muss mit dem Turm nehmen. Nämlich C8. Und gewinne das Endspiel. War eine schöne Partie, oder nicht? Fand ich zumindest. So, jetzt ist er im Zugzwang. Ich muss mit meinem König irgendwie rumkommen, es geht ja gar nicht. Naja, am besten auf der Seite. Okay. Oh, ich muss mich beeilen, ey. Scheiße, habe ich das echt noch versaut? Gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Habe ich das denn geschafft? Eine beschissene Zeit, ich hasse die. Ah, Manu.
Ach, wenigstens noch ein Remis. Ja, dann, wenn er so freundlich ist. Okay, auf jeden Fall war es eine gute Partie. Ich ärgere mich jetzt nicht, weil ich es vergeicht habe, weil ich habe, wenn ich das Mittelspiel gut spiele, bin ich eigentlich zufrieden. Okay, er hat das Gambit angenommen. Läufer B5 kannte ich nicht, aber ich glaube, ich habe es gefunden. Warum nicht? Denn mit so einer Stellung hier will man das wirklich machen. Ja, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Qualle zu opfern mit der Idee. Ich wusste nicht genau. Ich wollte den spielen und Springer C6, Turm C1. Aber ja, Läufer B5. Ja, das habe ich nicht, das konnte ich natürlich nicht alles sehen. Ja. Das sah halt nur gefährlich aus. Okay, trotzdem Läufer D2, A5. Ja, Springer G5. Ich dachte kurz dran, hätte ich mal besser gemacht. Aber warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich gedacht habe, er nimmt hier, richtig? Aber das scheint tödlich zu sein. Ach, sogar matt. Oh Mann. Oh, oh, schon spät. Ja, und hier vergleicht er einfach die Figur und ich schaff's nicht, mit einer Minute irgendwas zu gewinnen. Das ist ja wohl erbärmlich. Ah, hier schon. Hier, G4. Keine Ahnung. F5. Selbst wenn er nimmt. Kann ich einen Wartezug machen. Noch einen Wartezug. Ja, und jetzt hole ich mir den Bauern ab. Ganz einfach. Ja, wie auch immer. Ja, ich habe es aber nicht geschafft. Und ja, eigentlich braucht man sich auch nicht angucken. Das ist natürlich einfach gewonnen, wenn man viel Zeit hat. Ja, auch mit wenig Zeit, aber heute war mir das Blitzglück nicht gegeben. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.